Von 28. bis 30. Juni findet wieder das Startup Salzburg Weekend statt. Hier bei uns im Coworking Space. Wenn du eine Startup-Idee hast, die du gern vorstellen und bearbeiten möchtest, bist du bei uns genau richtig. Melde dich bitte unter startupsalzburg.at unter Termine an. Und das sagen andere Teilnehmer über das Startup Salzburg Weekend. Martin Herbst, Firma X-Link oder X-Fly, hier bei Coworking, bei der Romy Siegel, das war wieder sensationell. Da geht genau der Weg hin, dort, wo man wirklich Unterstützung findet. Alle neue Firmen, die jetzt gerade am Start sind und die sind so wichtig, neue Technik und vor allen Dingen alles, was rund um Wirtschaft passiert, das kann man, hat man hier heute erleben können. Das ist wirklich der optimale Weg. So geht es in die Zukunft. Also mit mehreren anderen kommt man einfach schnell zum Ziel und mit Erfolg zum Ziel. Das kann ich schon fast garantieren. Ja, diese Woche gab es bei uns mehrere spannende Veranstaltungen. Eine davon hat unsere wunderbare Sonja moderiert, die heute hinter der Kamera steht. Sie plant einen Halbtagesworkshop zum Thema mit dem Smartphone Video produzieren und es kann noch beim Termin mitbestimmt werden. Und so komme ich auch gleich zu den Good News International. Das Thema Bienen beschäftigt Umweltschützer bereits seit einigen Jahren intensiv. Einige innovative Startups gingen in den vergangenen Jahren das Thema an und bieten unzählige Unterstützungsprojekte. Die Good News National, eine kleine Grundschule in Hamm, hat den Deutschen Schulpreis 2019 erhalten. Das Geheimnis für den Erfolg der Schule: Schüler erhalten Wertschätzung in Form von bestätigenden Worten, Nachrichten und Briefen und lernen so, diese auch weiterzugeben. So einfach könnte es sein. Und der Widerstand der Woche: Die Stadt Hamburg möchte Containern legalisieren. Menschen, die weggeworfene Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten holen, können bislang bestraft werden. Das soll sich nun ändern. Es kann nicht sein, dass diejenigen bestraft werden, die aktiv gegen Lebensmittelverschwendung agieren, so die Justizbehörde in Hamburg. Der Lebensmittelmarkt Lestra in Bremen erlaubt Containern auf seinem Grundstück übrigens bereits jetzt. Und dann noch eine Meldung in eigener Sache. Unsere Good News Wochenschau Nummer 32 wurde insgesamt 1716 Minuten angesehen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Der Random Act of Kindness der Woche. Die Wohnwerkstatt Salzburg in der Schalmoser Hauptstraße verkauft in einer einmaligen Aktion 12 Gartenliegen. Der Erlös geht an das neue SOS Kinderdorfhaus in Seekirchen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 33. Wochenschau live aus dem Coworking Salzburg. Mein Name ist Romana Hasenöhrl. Ich bin heute die ganze Sendung über vor der Kamera und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Martin Erhard. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Hundetrainer und trainierst auch meine kleine Wanda, die heute zu Hause bleiben musste, weil es einfach viel zu heiß ist. Ich habe im Auto keine Klimaanlage. Und da sind wir auch gleich beim Thema heute: Sommer, Hund und Hitze, Hundstage. Da hast uns du einiges dazu zu erzählen. Also die Hitze macht mir nicht nur uns zu schaffen, sondern vor allem auch unseren Hunden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auf ein paar Dinge Acht gibt. Zum einen mal die Hunde nicht im Auto zu lassen, auch nicht nur für den schnellen 5-minütigen Einkauf, weil die Hitze im Auto baut sich irrsinnig schnell auf. Mhm. Da haben wir sogar eine Grafik mitgebracht, das probieren wir jetzt noch einmal, wo man das ganz gut sehen kann, weil die Hitze sich wesentlich schneller aufbaut, als die meisten Menschen glauben wollen. Gell? Genau. Und wenn wir jetzt schauen, da bei 34 Grad Außentemperatur, wo wir heute vermutlich sind, da haben wir nach 10 Minuten schon 41 Grad im Auto, dann noch dazu zirkuliert die Luft nicht. Also da kann man sich vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Als nächstes empfehle ich halt immer den Leuten, geht's mit euren Hunden in den frühen Morgenstunden spazieren, geht's später am Abend spazieren, meidet die Mittagshitze, die Nachmittagshitze. Und zu Hause schauen wir natürlich, dass wir den Hunden die Möglichkeit geben, sich abzukühlen, dass sie schattige Plätze auch im Garten haben. Für Hunde, die Wasser gern haben, natürlich auch die Möglichkeit zu planschen, vielleicht eine Sandmuschel mit Wasser oder ein Hundepool.
Dann gibt es die Möglichkeit, den Hunden leckere Abkühlungen zu bereiten, in Form von einem Hundeeis zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und last but not least, alles einfach ein bisschen langsamer angehen. Die Hitze laugt uns einfach irrsinnig aus. Ja, nicht nur uns Menschen, sondern auch die Hunde. Genau. Mhm. Stichwort Hundeeis. Wir haben im Vorfeld ja kommuniziert und ich habe sofort geschrieben, gib mir ein Rezept. Wie bereitest du Hundeeis zu und was kann das für einen Hund? Naja, es ist einfach einmal eine nette, leckere Abkühlung. Und Rezept, konkret habe ich da jetzt keins für dich, dann nimmst du die Zutaten, die deinem Hund schmecken. Ich verwende da gern Joghurt mit Rinderfaschierten zum Beispiel oder mit Leberwurst. Alles, was der Hund mag, was er auch verträgt, ist da natürlich auch erlaubt. Mhm. Und ich verpacke das dann natürlich ganz gern. Zum Beispiel, ich habe da was mitgebracht. Das ist jetzt so ein Kong, kennt jeder, gibt es in verschiedenen Größen. Macht man einfach unten zu mit einem Stück Wurst, Käse oder mit einem Keks, kann den dann befüllen, tut den ins Gefrierfach und dann hat der Hund schon eine nette Beschäftigung, indem er da schlecken kann und das Eis rausholen kann. Oder, und da haben wir jetzt ganz neue Schleckmatten, pack die mal aus. Da kann ich natürlich genauso Joghurt mit Leberwurst oder mit zerbröselten Hundekeksen, mit eingeweichten, was das Herz begehrt, da drauf schmieren, das schön einfrieren. Das ist der Vorteil von dieser Licky Mat Deluxe im Vergleich zur alten, man sieht es eh schon, das ist einfach besser im Handling, kann man dann einfrieren und die Hunde haben was Gutes zu schlecken, was auch abkühlt und das Schlecken ist einfach irrsinnig beruhigend. Bestellen könnt ihr die übrigens bei einer lieben Trainerkollegin von mir, das ist die Kathi Gotek, auf www.pfotenassistenz.at. Die gibt es nämlich bei uns in Salzburg in den Geschäften so nicht zu kaufen, das heißt, da ist die Adresse, wo ihr das herkommt, auf pfotenassistenz.at, genau. Und was ist das? Das interessiert mich jetzt ganz besonders. Was macht man mit dem? Die Licky Mat Splash, das ist, hat sie auch neu. Also ab morgen sind die übrigens bei ihr dann auch erhältlich im Onlineshop. Zum Beispiel, um den Hunden das Baden oder das Groomen, also frisieren, trimmen und so zu erleichtern. Das kann man, das hat einen Saugnapf, kann man dann an die Fliesen kleben und kann da genauso natürlich eine Leberwurst draufschmieren oder eine Erdnussbutter oder was halt der Hund gerne schlägt. Und so hat man dann einen netten Nebeneffekt während dem unter Umständen unangenehmen Duschen oder Groomen eben. Genau. Sehr praktisch. Also ich sehe schon, ich werde wieder einkaufen müssen. ja, Sommer ist ja auch Urlaubszeit. Viele Menschen wollen den Hund mitnehmen auf Urlaub, so wie ich das auch immer mache. Worauf sollte man da achten? Wir haben im Vorfeld schon gesagt, da könnte man einen Tag drüber plaudern. Gell? Ja. Also das Wichtigste ist einmal, dass ich meine Reiseroute im besten Fall kenne. Das ist ja bei dir oft so ein bisschen spontan, wo du hinfährst. dass ich weiß, wo will ich hin und wo muss ich durch. Dass ich mich da auch mit den Einreisebestimmungen vertraut mache. Die sind nämlich nicht überall gleich und unter Umständen auch mit den Ausreisebestimmungen. Da möchte ich ein konkretes Beispiel schnell bringen. Das ist die Türkei. Und da ist es so, dass wenn du keine Tollwut-Unbedenklichkeitsbescheinigung hast, in Form von einem Antikörpertest, dann darfst du mit diesem Hund aus der Türkei nicht wieder in die EU einreisen. Das heißt, das muss man natürlich vorher machen. Mhm. Sonst kann es sein, dass man da 3 Monate den Hund in Quarantäne warten lassen muss, bis das gemacht wurde. Also die Tollwut-Impfung an sich genügt nicht in diesem Fall? Zum Einreisen schon, für aber die Ausreise nicht, genau. Okay. Genau, innerhalb der EU ist das alles ein bisschen anders. Aber da gibt es im Internet gute Seiten. Auf der ÖMTC-Seite zum Beispiel gibt es da sehr gute Infos und auch auf hund-reise.net kann man eigentlich jedes Land Europas da eingeben und hat sofort die konkreten Einreisebestimmungen, was Impfungen betrifft. Und auch Rassebestimmungen gibt es ja auch immer wieder in den Ländern. Genau. Ja, da ist ja Dänemark sehr bekannt für sehr strenge Regelungen. Die haben das jetzt gerade wieder verschärft, habe ich gelesen. Also das zahlt sich aus, da doch ab und zu ein Update zu machen, noch zu schauen, was hat sich verändert. Auf jeden Fall, gerade wenn man halt einen Hund hat, der irgendwie zu einer Rasse gehört, die halt auf diversen Listen auch zu finden sind. Mhm. In Kroatien ist es zum Beispiel so, da dürfen Bull Terrier und ähnliche Rassen zum Beispiel nur mit FCI-Papieren einreisen. Mhm. Das heißt, Mischlinge dieser Rassen dürfen nicht einreisen und natürlich auch Hunde, die aus
Nicht-FCI-Zuchten kommen, dürfen da auch nicht einreisen. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, sich davor abzuinformieren, nicht, dass man dann vor der Grenze steht und dann muss man wieder umdrehen. Richtig. Genau. Auch die Gesundheitsvorsorge ist ganz wichtig, gerade wenn man in den Süden fährt. Du bist ja eher, glaube ich, im Norden unterwegs. Gemischt. Also okay. Wir hatten auch schon einen sehr, sehr heißen Sommer in Frankreich. Das war gleich, als ich das erste Mal gereist bin mit Wanda. Das war damals schon eine Herausforderung. Ja. Wir haben im Süden vermehrt die Sandmücken und die übertragen sowohl die Leishmaniose als auch den Herzwurm. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man vorsorgt, also gegen die Mücken mit irgendwelchen Repellenzien, also Spot-on-Produkten oder ähnlichen und auch den Hund zu entwurmen. Davor, wenn man beim längeren Aufenthalt natürlich auch währenddessen und nach der Rückreise, weil das einfach total grauslige Krankheiten sind und diese Herzwürmer sind auch ganz grauslige Viecher. Ja. Und da genügt diese Behandlung gegen die Mücken, also die Vorsorge gegen die Mücken? Diese Vorsorge ist grundsätzlich gegen mehrere Parasiten. Das heißt, ob es jetzt Zecken sind oder Flöhe oder eben die Sandmücken, da geht es darum, dass der Geruchssinn von diesen Tieren ein bisschen verwirrt wird, die unter Umständen auch gelähmt werden und dadurch eben gar nicht erst stechen. Das Problem ist nämlich bei Produkten, die es zulassen, dass die diese Parasiten stechen, beißen und dann trinken, in dem Moment habe ich schon das Risiko einer Krankheitsübertragung. Genau. Ist ja auch bei den Zecken so, wenn man sie übersieht und die hängen dann relativ lang dran, ja, dann genau. Ist das Risiko natürlich. Genau. Ja. Kommen auf dich Menschen zu, weil du trainierst ja Hunde und damit auch Menschen, die konkrete Fragen haben zum Urlaub fahren oder wo du merkst, ui, da ist noch Aufklärungsbedarf, da muss ich jetzt wirklich was erklären. Was tauchen da für Fragen auf? Es kommen schon immer wieder Leute, aber mir wäre es lieber, wenn da ein bisschen mehr nachgefragt werden würde, weil sich eben viele Leute nicht mit Gesundheitsvorsorge beschäftigen, nicht mit den Einreisebestimmungen beschäftigen und dann natürlich wieder Ochs vorm Berg stehen und nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber die häufigsten Fragen sind einfach, wie kann ich meinem Hund helfen, dass er die Hitze ein bisschen besser vertragt. Vorher genannte Dinge sind natürlich schon mal gut. Kühlmatten vielleicht auch für dich zum Reisen, wenn du keine Klimaanlage hast. Hast du aber, glaube ich, für die Wander. Kühlmatte haben wir schon. Genau, da legt sich der Hund drauf. Und natürlich wichtig, dass man sich vielleicht vorab informiert, wie können denn Anzeichen eines Hitzschlags aussehen und was mache ich in so einem Fall. Also, dass man halt dann auch weiß, dass man den Hund nicht mit eiskaltem Wasser übergießt, dass man ihn nicht mit einem nassen Handtuch zudeckt, weil das natürlich zum Hitzestau führen kann. Und ich empfehle dann schon immer auf Reisen auch so ein bisschen eine Erste-Hilfe-Box auch für den Hund parat zu haben. Und da habe ich ein ganz nettes Buch mitgebracht vom Kynos Verlag, kriegt man auch dort. Und da sind nicht nur Erste-Hilfe-Handgriffe für die gängigsten Dinge drinnen, sondern natürlich auch, was gehört in meinen Erste-Hilfe-Koffer für den Hund. Genau, wir haben es da eh am Bildschirm auch. Und es steht auch drin, wie erkenne ich einen Hitzschlag, was mache ich in der Situation am besten. Also das ist für einen Urlaub oder auch fürs Wandern auf jeden Fall zu empfehlen. Genau. Ja, das kann man sich auf jeden Fall einstecken. Ich habe auch gemerkt, wenn man keine Klimaanlage hat und ist alleine unterwegs, dann wird es natürlich schon ein interessantes Thema einkaufen gehen zum Beispiel. Und da bin ich auch schon öfter gefragt worden, wie ich das dann mache. Ich habe mal zweimonatige Reise wirklich auf Supermärkte komplett verzichtet aus diesem Grund. Und dann ist man halt eigentlich auf einem sehr interessanten Weg, wenn man nur mal zu Bauern fährt oder auf kleine Märkte, also Freiluftmärkte geht zum Einkaufen und sagt, der Hund kann nicht immer zumindest mitkommen. Nicht? Geht man dann eh nicht in der Mittagshitze. Genau, das heißt, Aber wenn man die Möglichkeit hat, in einer Tiefgarage zu parken, wobei ich das auch nur mit einem Auto mit Klimaanlage empfehlen würde, weil wenn es vorher in deinem Auto schon 35 Grad hat, dann wird da die Garage auch nicht mehr viel bringen. Aber natürlich, man muss halt dann ein bisschen besser planen, dass ich halt wirklich sage, okay, das, was ich zumindest für diesen Tag brauche, besorge ich mir gleich in der Früh oder dann am Vorabend für den nächsten Tag. Ansonsten muss man halt schauen, dass man vielleicht den Hund mitnehmen kann, eben zu Märkten. Aber die Hunde im Auto zu lassen, auch nur für ein paar Minuten, ist keine Option. Du hast auch schon Erste-Hilfe-Kurse für Hunde veranstaltet. Genau. Ja, wie läuft das ab? Wie wird das angenommen?
Es wird sehr gut angenommen. Ich mache das mit einer guten Freundin zusammen, die ist Tierärztin. Und die zeigt uns dann einfach dort die wichtigsten Handgriffe. Wie schaut eine stabile Seitenlage aus beim Hund? Wo kann ich den Puls fühlen am besten beim Hund? Wo und wie kontrolliere ich die Schleimhäute? Das heißt, dass der Kreislauf in Ordnung ist. Wie legt man Verband an? Und ich als Trainer bin halt dann einfach dafür dabei, um vielleicht den ein oder anderen Tipp zu geben, wie kann ich denn mit meinem Hund so ein bisschen eine Kooperation aufbauen, dass er vielleicht auch ein bisschen mithilft und mir aber auch aktiv zeigen kann, du, jetzt ist mir dann zu viel. Jetzt brauche ich eine Pause, dafür bin ich dann da. Mhm. Genau. So einen wird es vielleicht im Sommer auch noch einmal geben? Ich hoffe, dass wir noch dazukommen. Geplant wäre es, aber noch nicht konkret. Mhm. Genau. Diese Informationen und auch Kurstermine für andere Kurse findet man auf deiner Seite. Genau. Die centerfee-hundetraining.at. Genau, die werden wir auch dann im Anhang verlinken, dass man dich gleich finden kann. Und ja, ich sage, über diese Themen könnte man wirklich den ganzen Nachmittag reden. So spannend und interessant. Gibt es was ganz Wichtiges, wo du sagst, das möchtest du unseren Zuschauern mitgeben, das muss gesagt werden? Eigentlich kann ich mich nur wiederholen, das Wichtigste ist gesagt, meidet die Mittagshitze, verzichtet auf Radfahren in der Mittagshitze mit den Hunden und schaut auch auf die Asphalttemperatur, weil gerade in den Städten heizt sich der Asphalt wirklich enorm auf und da kann es auch zu bösen Verletzungen und Verbrennungen kommen. Schaut, dass ihr die Hunde in den Morgen- und Abendstunden bewegt und lasst es grundsätzlich einfach ein bisschen ruhiger angehen. Mhm. Genau, das ist das Wichtigste. Dann frage ich noch Romis Lieblingsfrage auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 sehr unglücklich ist und 10 ist himmelhoch jauchzend. Wo siehst du dich persönlich gerade? Beruflich oder privat? Wird es getrennt? Naja, man kann es trennen, man kann es aber zusammenfassen. Sonst so ein All-in-All-Paket? Also da würde ich sagen 8. Super, wir haben immer Gäste da, die nicht unter 8 sind. Ich finde das wahnsinnig toll, dass wir so, ja wirklich. Das ist mein Sohn. Mhm. Der gibt mir da sicher noch 2-3 Punkte Auftrieb. Ja. Super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für all diese Tipps und auch die tollen Dinge, die du mitgebracht hast zum Herzeigen. Ich soll ja noch die astrologische Gesprächsanalyse machen, was, ich merke das jetzt sehr klar, schwierig ist, normal stehe ich hinter der Kamera, hör zu und überleg mir dabei was. Ne? Das geht heute nicht, so viel Gehirn ist nicht zur Verfügung. Ich habe mir aber im Vorfeld überlegt, auf welche Frage ich eingehen möchte und das ist, immer wieder kommen Menschen auf mich zu und sagen, wie ist denn das mit dem Horoskop von meinem Hund? Können wir uns das anschauen? Kannst du was dazu sagen? Ja? Jetzt ist es einfach so, dass ich komme aus der psychologischen Astrologie, das ist eine sehr individuelle Astrologie, wo wir auf den einzelnen Menschen eingehen. Und da muss man einfach sagen, die psychologische geht ja davon aus, dass der Mensch so kleine Hilfestellungen bekommt, die ihm bei seiner Weiterentwicklung dann helfen. Mhm. Und da hört man dann eh schon raus, das ist nicht für den Hund gedacht. Ja? Also ich kann natürlich aus Spaß sagen, schau mal aus Spaß rein, dein Hund ist ein Skorpion, der fordert dich halt extrem heraus. Aber wenn wir uns ehrlich sind, wissen wir, das hängt auch meistens sehr stark von der Rasse ab und es hängt auch sehr stark davon ab, wie der Hund aufgewachsen ist und wie man sich auch mit ihm beschäftigt. Also darum sage ich, ein Horoskop für einen Hund machen ist eher nicht so toll, da wäre es besser, man investiert die Zeit und geht zum Hundetraining. Und wenn man mit Astrologie was am Hut hat, dann ist wahrscheinlich in dem Fall das eigene Horoskop sinnvoller, weil die Hunde uns einfach irrsinnig spiegeln. Ja, ganz genau. Einstellung wechsle dich. Was heißt das? Das heißt im Prinzip, nicht immer die gleiche Einstellung hernehmen, sondern auch beim Dreh darauf achten, dass ich halt von einer Situation oder von Gegenständen oder auch Personen gleich mehrere Einstellungen mache. Habe ich das getan, dann kann ich wechseln und, sage ich mal, konservativ geschnitten heißt das von groß auf klein. Also ich zeige erst einmal, wo befinde ich mich für den Zuschauer und dann kann ich immer näher an das Objekt oder an die Person
zugehen. Damit gebe ich einfach auch den Zuseher dann die Zeit, wenn ich jetzt den Clip oder die Einstellung mal Minimum 3 Sekunden stehen lasse. Also das ist so diese 3-Sekunden-Regel. Nicht zu viele Schwenks machen, nicht zu viel zoomen. Da ist es wirklich besser, man macht einfach die Einstellung und schneidet sie aneinander. Also man kann schon mal ab und zu einen Zoom reinschneiden oder mal einen Schwenk machen, aber eher darauf verzichten, lange Schwenks zu machen oder so Reißzooms. Sind vielleicht ganz schön für Intro oder dergleichen, aber so in einem erzählenden Film ist es nicht so toll. Dann schaffe schöne Übergänge, das heißt im Schnitt Überblendungen. Die sind angelegt in jedem Schnittprogramm an sich. Da sollte man nicht zu viel mischen. Also nicht so viel Herzerl oder Sterndal Überblendungen machen, sondern einfach sich für eine Blende entscheiden und das dann einfach durchgehend verwenden. Das war mal sehr trendy, dass man halt Urlaubsvideos dann mit Sterndal, Kreuzerl und so vollgefrachtet hat. Dann kommt man nämlich zu Musik und Sound. Also wenn ich Musik einsetze, dann immer vorher die Rechte checken. Ja, man kann nicht einfach irgendwas runterladen im Netz und dann Musik drunter legen oder selbes auch beim Sound. Es gibt Plattformen, wo man es gratis herkriegt, die sind dann lizenzfrei und kostenlos dann meistens, aber die Auswahl, sage ich mal, ist da eher eingeschränkt, was verständlich ist, weil die wollen natürlich auch ein bisschen Geld. Auf Musik zu schneiden bedeutet jetzt nicht, man legt jetzt einfach irgendeine Musik drunter, sondern man sollte schauen, dass man es schneidet auf den Takt der Musik. Das wirkt gleich mal ganz viel professioneller. Sounds, sei es jetzt ein Zuschwusch oder ein Grillenzirpen für Außenaufnahmen, also das verstärkt einfach Atmo-Eindrücke, wenn man sagt, okay, die Atmo war jetzt beim Drehen nicht so sauber, weil da ist ein Auto vorbeigefahren, dann kann ich mir überlegen, möchte ich es ein bisschen aufpeppen mit vorgefertigten Sounds. Wir haben auch heute wieder einen Feedback-Tipp mitgebracht. Und zwar ist dieses Mal ein Zitat von Simone de Beauvoir der Start für den Feedback-Tipp. Wer eine Veränderung der Verhältnisse für unmöglich erklärt, trägt selbst dazu bei, sie unmöglich zu machen. Gemeint ist damit, wenn du um Feedback fragst, dann lass dich auch darauf ein, dass die Antwort etwas bewirken kann, das dich in die Veränderung bringt. Denn sonst braucht man gar nicht erst nach Feedback zu fragen. Es beginnt gleich am Mittwoch, mit dem 19. Juni von 18 bis 20 Uhr. Da gibt es einen Workshop bei uns hier im Coworking Space. Dann natürlich auch wieder Yoga mit Pascal. Und wie schon erwähnt, das Startup Salzburg Weekend von 28. bis 30. Juni, auch hier im Coworking Space Salzburg. Ja, und dann noch eine Primetime-Ankündigung. Es ist Sommer, es ist heiß, darüber haben wir heute ausführlich gesprochen. Wir senden kommende Woche am Freitag zur Primetime um 20.15 Uhr und wir begrüßen zur Wochenschau Nummer 34 den genialen Gerhard Rettenecker, ORF-Moderator und Visionär in Sachen Medien. Wir freuen uns schon sehr. Und mit diesen Worten und der Hoffnung auf bessere technische Lösungen verabschiede ich mich von euch allen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Macht's langsam, schaut, dass euch nicht zu heiß wird und alles Gute.